Und heute lud der Südtiroler Schützenbund zu seiner Pressekonferenz zum Thema Toponomastik. Wer meint, dass dies ein ewiges Thema sei und schon langweile, der irrt gewaltig. Denn trotz jahrelanger Diskussion besteht immer noch ein großer Informationsdefizit. Im Sitz des Südtiroler Schützenbundes fand heute die Pressekonferenz bezüglich der Toponomastikfrage statt. Die Schützen, allen voran deren Landeskommandant Elmar Thaler, legen großen Wert darauf, dass sie nichts gegen italienische Orts- und Flurnamen haben, sofern diese historisch begründet sind. Es herrscht in der Tat ein großes Informationsdefizit, weil ja zum Beispiel uns Schützen immer nachgesagt wird, wir möchten die italienischen Namen abschaffen. Dem ist nicht so. Im Gegenteil, wir sind ja für die italienischen Namen, was wir aber unbedingt Weg haben möchten und worauf wir pochen, das sind pseudo-italienisch faschistische Namen, genau jene Namen, die Ettore Tolomei erfunden hat. Dass die ptolemäischen Namen als Kulturgut empfunden werden, waren von Anfang an die Absicht des faschistischen Regimes. Man hat laut Thaler bewusst so viel Zeit verstreichen lassen, bis die ptolemäisch-faschistische Version in Erfüllung gegangen ist. Es muss in der Ortsnamenfrage endlich ein Kompromiss gefunden werden, damit die deutschen und ladinischen Namen wiederhergestellt werden können. Nach so vielen Anläufen und fast 80 Jahren andauernder Diskussionen sehen die Schützen überhaupt noch einen Lichtblick. Nun, die Aufgabe des Schützenbundes ist es, Missstände vor allem aufzuzeigen. Der Schützenbund macht nicht aktiv Politik, das ist auch nicht seine Aufgabe, aber auf Missstände wollen wir hinweisen. Und in diesem Zusammenhang verweisen wir darauf, dass auch jeder Abgeordnete im Landtag noch ein Gewissen haben sollte und sich nicht vom Fraktionszwang dazu verleiten lassen soll, faschistisches Unrecht zurechtzumachen. Demnächst läuft in den einzelnen Bezirken voraussichtlich in den nächsten 2 Wochen eine Informationskampagne zur Toponomastik. Damit sollen zum einen die Bevölkerung und zum anderen die Politiker erreicht werden. Das Hauptziel besteht darin, das Bewusstsein für den kulturhistorischen Wert des gewachsenen Orts- und Flurnamengutes zu fördern und vor allem aufzuzeigen, wie fahrlässig und verantwortungslos es wäre, wenn jene Namen, die jeder Sprach- und siedlungsgeschichtlichen Grundlage entbehren, von politischer Seite durch einen bloßen Verwaltungsakt gebilligt werden würden. Den verantwortlichen Politikern soll laut Thaler die Tragweite einer derartigen kurzsichtigen und verantwortungslosen Entscheidung bewusst gemacht werden. Durch die von der Südtiroler Volkspartei angestrebte Regelung der Toponomastik werden zukünftige Generationen keine Möglichkeit mehr haben, Antworten auf ihre Fragen zur Geschichte eines wesentlichen identitätsstiftenden Bestandteils ihrer Heimat zu finden.